Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU und SPD, gewaltverherrlichende Mixmaterial Ars Veranstaltungen untersagen, Drucksache 5/2916. Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Waldmüller von der Fraktion der CDU. Erstens, seit diesem Antrag, glaube ich, hat sich jeder damit den Begriff MMA oder ausgesprochen Mixed Material Arts auseinandergesetzt. Vielleicht sagen Ihnen auch Bezeichnungen wie Ultimate Fighting oder Extreme Fighting etwas. Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich um Kampfveranstaltungen, die für sich... Wir kommen gleich drauf, ob man dazu Sport sagen kann. Die für sich den Anschein von sportlichen Wettkämpfen in Anspruch nehmen. Es handelt sich um einen Mix von mehreren Kampfsportarten. Die Kämpfer treten, schlagen, werfen. Ziel ist es, Gegner in einem Kampf zu besiegen, bis dieser aufgeht, K.O. geht oder dem Schiedsrichter den Kampf abbricht. Das alles geschieht weitgehend ohne Regeln. Ich möchte Ihnen so einen genannten Kampf einmal vor Augen führen. Da schlagen oder treten sich zwei Männer in einen Käfig ohne Schutz. Rundherum eine johlende Menge. Das Ganze geht im schlimmsten Fall so weit, bis ein Kämpfer bewusstlos am Boden liegt. Anders als zum Beispiel beim Boxen ist es erlaubt, auch dann noch zuzuschlagen, wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Darum besteht der ganze Sensationswert der Veranstaltung. Wer hält länger durch? Wie spektakulär sind die Verletzungen? Im Jahr 2007 ist ein Kämpfer 42 Tage nach dem Kampf an seinen Verletzungen gestorben. Meine Damen und Herren, da fragt man sich, was hat das mit Sport zu tun? Gar nichts, aber auch rein gar nichts. Sport bedeutet, dass Menschen im fairen Wettkampf gegeneinander antreten. Fair bedeutet auch, dass es klare Regeln gibt. Es darf nicht vom Zufall abhängen, ob jemand den Wettkampf unverletzt übersteht. Mixed Material Arts bedeutet so viel wie gemischte Kampfkünste, um mal in die Vergangenheit zu gehen. Schon vor unserer Zeitrechnung war bei den Olympischen Spielen eine Sportart mit der Bezeichnung Pankration zugelassen. Pankration sollte die Frage nach dem besten Kämpfer, dem besten Kampfstil beantworten. Es bedeutet so viel wie die ganze Kraft, die ganze Stärke. Die Männer durften schlagen, treten, und alle Teile des Körpers verwenden, sie dürften ihren Kampf auch am Boden vorsetzen. Der Kampf endete erst, wenn einer aufgab oder kampfunfähig war. Diese Kämpfer genossen damals in der Antike ein hohes Ansehen in der damaligen Gesellschaft. Sie wurden gut bezahlt, mussten keine Steuern zahlen und wurden von der Stadt ernährt. Aber, meine Damen und Herren, wir sind Gott sei Dank nicht mehr in der Antike. Was ist davon geblieben? Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Gewalt wird abgelehnt, ist abzulehnen in jedweder Form. Und der angebliche Sport ist aber genauso brutal und unberechenbar geblieben wie in der vorchristlichen Zeit. Meine Damen und Herren, wir alle beklagen die Verrohung und die Zunahme von Gewalt bei unserer Jugend. Überall stehen gewaltverherrlichende Computerspiele am Pranger. Die Jugendlichen und zum Teil auch Kinder können nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Amokläufe in der Schule haben wir bereits hinter uns. Was hilft es aber, jetzt nach einem Verbot bestimmter Computerspiele zu rufen, gleichzeitig aber nichts gegen ganz real stattfindende Kämpfe zu unternehmen? Das ist inkonsequent. Es kann nicht sein, dass Städte diese brutale Veranstaltung nicht verbieten können, nur weil sie unter dem Deckmantel des Sports laufen bzw. stattfinden. Noch einmal, das ist kein Sport. Und es müssen alle juristischen Mittel ausgenutzt werden, um Verbote durchzusetzen. Darauf werde ich in meiner Aussprache eingehen. Ich bitte Sie jetzt schon um Zustimmung zu unserem Antrag. Danke. Danke, Herr Waldmüller. Meine Damen und Herren, im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Ritter von der Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Koalitionäre sind mit vorliegendem Antrag der Auffassung, dass Mixed Martial Arts keine richtige Sportart ist. Vielmehr sei sie gewaltverherrlichend. Die aus den USA stammenden kommerziellen Wettkampfveranstaltungen dürften in Deutschland nicht gesellschaftsfähig gemacht werden. Dem stimme ich zu. Ich weiß aber nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob dazu ein Antrag notwendig ist oder ob der Innenminister nicht schon selbst hätte längst handeln können, wenn dies als wichtiges Problem, vor allen Dingen als Handreichung für die Kommunen, angesehen wird. Ich bin kein Freund dieser Käfigkämpfe und ich würde auch keine Veranstaltung dieser Art besuchen. Auch meinen Freunden und Bekannten würde ich nicht empfehlen, dorthin zu gehen, erst recht nicht jungen Menschen. Wenn der Gegner am Boden liegt und es wird weiter auf ihn eingeschlagen, dann hat das für mich wenig mit einem sportlichen Wettkampf zu tun. Und nur nebenbei, Herr Pasteurs, auch in diesem Haus soll es ja Abgeordnete geben, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man auf eine am Boden liegende Frau weiter eintritt. Aber zurück zum Antrag. Ich hätte, wie gesagt, kein Problem damit, wenn solche brutalen Veranstaltungen verboten würden. Ein Verlust für den Sport und für die sportliche Vielfalt wäre dies zweifellos nicht. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir wissen, hat bereits der Bayerische Landtag im Mai diesen Jahres die Staatsregierung aufgefordert, alles Erdenkliche zu tun, damit künftig derartige Veranstaltungen in Bayern nicht mehr durchgeführt werden. Begründet wurde die Forderung unter anderem damit, dass im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten alle möglichen Techniken und Tritte erlaubt sind, der Tod oder zumindest schwere Verletzungen billigend in Kauf genommen werden. Auch in Köln gab es große Auseinandersetzungen. Dort sollte die erste offizielle Veranstaltung stattfinden. Der Justizminister Nordrhein-Westfalens nannte die Kämpfe pervers. Der allseits bekannte Boxexperte Schneider sprach von einem Brutalo-Event. Das kann man alles in der Tat so sehen. Aber wenn wir über ein Verbot reden, dann sollten wir unser Abscheuen und unser Entsetzen nicht allein bei dieser Unart Sport abladen und so tun, als gäbe das alles nur dort. Ich habe im Internet recherchiert und mir so einiges ansehen müssen. Blutüberströmte, geschwollene Gesichter. Ich habe von Todesfällen gelesen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das wirklich alles neu? Kennen wir das nicht etwa auch vom Profiboxen, von Thai oder vom Kickboxen? Auch diese Vergleiche sollten uns zu denken geben. In der Zeit Online vom 23. Juni 2009 beschrieb ein bayerischer Polizeibeamter, der aktiver Kampfsportler ist, dass ein Boxer im Schnitt 20 Schläge pro Runde auf den Kopf, das sind 300 pro Kampf, erhält. Und das sind etwa 10-mal so viel wie bei einem Käfigwettkampf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von 2005 bis 2007 wurden weltweit 68 Todesfälle bei regulären Boxwettkämpfen gezählt. Ein trauriger Rekord, wie ich meine. Doch, liebe Kollegen,